Okay, heute haben wir mal wieder was ganz, ganz, ganz Besonderes vor, Freunde. Und zwar wird es Zeit für eine weitere Folge der 1.16 Skywars Kid-Serie. Beim letzten Mal haben wir mit dem Switcher-Kit gespielt, Freunde. Falls euch das Kit interessiert, schaut einfach hier irgendwo vorbei. Da verlinke ich euch eine Infokarte, könnt euch das Ganze nochmal angucken. Und heute gucken wir mal, welches Kit dran ist. Das Poseidon-Kit. Da haben wir als Ausrüstung einen blauen Lederhelm, einen Dreizack und zwei Wassereimer. Und als Fähigkeit nutze deinen Dreizack im Wasser und fliege mit diesem. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Die Kits davor, Switcher und Ninja, fand ich noch relativ simpel. Also konnte ich direkt was mit anfangen, war jetzt nicht so schwierig. Poseidon, ich habe noch nie in meinem Leben einen Dreizack benutzt. Das heißt, ihr seid gleich live bei meinem ersten Mal dabei. Oder so ähnlich. Ja, bevor wir zu meinem ersten Mal oder meinen ersten Erfahrung mit dem Trident in Minecraft kommen, gibt es auch eine ganz, ganz wichtige Info. Wenn ihr das Video gerade am 12.05.2021 seht, an dem Mittwoch, dann bin ich gerade live auf Twitch und mache einen 10-Stunden-Stream, wollte ich sagen. 12-Stunden-Stream seit 10 Uhr. Bin ich dabei, also jetzt schon mindestens 6 Stunden, wenn ihr das Video seht. Wäre cool, wenn ihr vorbeischaut, twitch.tv/RyanXCole. Ich verlinke es euch auch definitiv in der Beschreibung. Geht bis mindestens 22 Uhr der Stream, kann aber auch wieder verlängert werden. Vielleicht geht er auf einmal nachher 24 Stunden oder sonst was, man weiß es nicht genau. Also schaut sehr gerne vorbei und jetzt viel Spaß! Naja, ich bin mal sehr gespannt, wie das wird. Der ist auch relativ angeschlagen, ne? Ich weiß nicht, wie oft wir den benutzen können. Und wahrscheinlich werde ich mich damit gleich ultra blamieren, aber mal gucken. Ja, mein Start ist schon mal nicht so gut. Ich habe absolut keine Chestplate bekommen. Oder liegt hier noch eine? Nee. Aber da ist noch ein Schild, das ist ganz gut. Und wir testen das einfach mal. Warte mal, wie funktioniert das? Ich muss ins Wasser, oder? So, und dann Rechtsklick? Oder was? Ah, nice. Was, wenn ich so rechtsklick mache? Dann funktioniert das Ganze nicht. Okay, das heißt, ich brauche immer Wasser dafür. Scheint aber ganz geil zu sein, muss ich sagen. Was noch geiler wäre, wäre eine Chestplate. Chestplate vielleicht? Schade. Können natürlich mal gucken, ob wir hier ein heftiges Play hinkriegen, indem wir einfach den hier machen. Warte mal, wie hoch kann ich damit? Bam! Oh! Ah, ich habe ja gar kein Wasser mehr dann. Ich wollte ein Water-MLG machen. Ich Idiot, aber hab da natürlich nichts. Aber das ist schon mal ganz gut geklappt. Warum fightet er mich nicht? Junge, hast du mich mal angeguckt? Ich habe nicht mal eine Chestplate, Junge. Ich habe wirklich... ich habe nichts, mein Freund. Du kannst mich easy töten. Aber okay, dann renn halt weg und geh in die Honey-Blöcke. Auch gut, würde ich sagen. Zack, das... Oh, der hat das Ninja-Kit. Das könnte... Warum rennt er denn wieder weg? Junge, ich habe nichts. Ich habe... Ach, eher egal. Oh, kommt er jetzt wieder? Oh, hat sich hinter mich geportet. Aber... Zack, das war's mit deinem Schild, mein Freund. Hat er keine... Hat er keine Axt? Warte mal. Was? Habe ich mich verhotkeyt? Ich wollte eigentlich meinen Heiltrank schmeißen. Naja, war die Testrunde, um zu gucken, wie das Kit funktioniert. Okay, muss ich nicht machen, aber einfach für den Überraschungsangriff würde ich sagen, machen wir den hier. Bam! Hat nicht so gut geklappt. Ich sollte keine Überraschungsangriffe machen, vor allem, weil ich Fallschaden kassiere. Das vergesse ich ständig hier. Und er hat auch noch das Switcher-Kit, ich glaub's nicht. Ist er runtergefallen? Nee. Warte, wir schwimmen einfach ganz entspannt raus. Oh, der ist doch tot. Wahrscheinlich sind ein paar andere Maps auch cooler hier. Wir müssen gleich mal auf die Jungle-Map gehen, weil eventuell kann man sich dann ja von Insel zu Insel so rüber bewegen. Kann er in der Luft den Wassereimer neu auswählen und dann halt ein MLG machen, dass man keinen Fallschaden kassiert. Und hier ist das irgendwie ein bisschen unnötig, habe ich das Gefühl. Moin, alles klar bei dir? Was geht? Tschüss. Als ob er nicht runtergefallen ist. Lol. Warte mal. Zack, jetzt vielleicht. Okay, der ist runtergefallen. Da sind direkt noch zwei Gegner. Moin. Ich kann ihn irgendwie nicht hitten. Jetzt. Oh, okay, da sehe ich nochmal gesaved hier. Da ist aber auch schon direkt... Ich will eigentlich ihn killen. Ich glaube, der ist relativ low. Aber hinter mir ist jetzt noch ein Gegner. Ich weiß nicht, was genau seine Mission ist. Jetzt müsste er down sein. Wir machen mal schnell Slash SB. Das wurde mir übrigens... Danke für den Tipp, by the way, mit dem Slash SB für das Scoreboard. Weil meins ja irgendwie auf einmal anders war und ich wusste nicht, wie ich das wieder... Ender, der hat sich echt gesaved, ne? Ah, guck mal, da ist auch einer. Hä, wo ist er hin? Ah, da unten. Soll ich da runtergehen? Ich meine, ich kann mich notfalls mit dem Poseidon-Kit, denke ich mal, saven. Von daher, moin! Und? Ah, ich dachte, ich kicke ihn runter. Dann gehen wir mal ganz kurz so hoch und zack, zack. Nehmen wir das Wasser hier wieder mit, gehen dann hier drauf und ich hoffe, dass er jetzt tot ist. Ich bin mit... Ne, er hat sich natürlich nochmal gesaved. Wieso habe ich eigentlich keine Hose an? Ich dachte irgendwie, ich hätte eine gefunden, aber anscheinend nicht. Da ist eine. Und da ist der Gegner. Oh, nicht runterfliegen. Zack. Oh, der darf mich hier nicht runterkicken, ey. Okay, jetzt rennt der selber ein bisschen weg. Ich gönne mir mal ganz kurz einen Heiltrank. Und dann vielleicht... kleiner Chase hier und tschüss. Oh, Junge, der wollte sich wieder saven, glaube ich, mit Wasser oder einem Elytra oder sonst was, aber da ist er tot. Zwei andere Spieler noch. Ich brauche auf jeden Fall noch einen Win hier. Bis jetzt haben wir mit allen Kids auch immer relativ schnell einen Win geholt. Ich glaube sogar bis jetzt immer in der zweiten Runde, oder? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Das könnte jetzt so ein Ding werden hier, weil das jetzt auch gerade die zweite Runde. Wenn ich jetzt gewinne einfach, wäre es natürlich ultra krass, Leute. Zack.
komm schon. Ich bin echt low. Ah, und der hat Heiltränke. Ich muss mal ganz kurz... Ich habe auch noch einen Heiltrank. Zack, zack. Chase der Typ mich denn? Nee. Habe ich meine Hose wieder nicht an? Hä? Okay, jetzt. Junge, warum habe ich... Ich weiß nicht, was ich genau mache, aber ich ziehe meine Hose anscheinend nicht an. Wie im Real Life, Kappa. Keine Ahnung, wo der andere Typ ist. Der chillt anscheinend irgendwo, weil ich finde ihn einfach nicht. Da würde ich sagen, gehen wir einfach mal... Ah, da unten. Gehen wir mal weiter auf ihn. Oh mein Gott, das habe ich nicht gemacht. Als ob ich das verfehlt habe. Okay, dann sind jetzt hier gerade beide. Den gebe ich mal einen Hit. Dann kicken wir den mal ganz kurz. Ah ja, mit dem Schild kann man das abblocken. Das vergesse ich auch immer. Nice. 1,16 PvP-Experte auf jeden Fall, würde ich sagen, Leute. Komm schon. Oh, ich wäre ein bisschen weggekommen. Und oh, der ist ins Loch gefallen. Oh shit, jetzt kommt der andere. Ciao. Was? Tschüss. What? Junge. Junge, WTF. Okay, jetzt bin ich weg. Jetzt bin ich weg, glaube ich. Ich weiß, dass es dumm ist. Aber irgendwie finde ich es ganz lustig. Von daher, let's go. Oh shit, das war echt richtig kacke. Moin Jungs, alles klar bei euch? Ich stehe in der Mitte von euch auf einmal. Das war nicht mein Plan, aber wollt ihr vielleicht sterben? Ich wollte auch einen Water-MLG machen. Glaube ich, auch nicht so gut geklappt. Und der eine haut jetzt ab gerade. Ich sterbe hier gleich. Junge, da habe ich jetzt gerade nicht so Bock drauf, ne? Ich bin da mal ganz kurz weg. Das ist mega nervig mit dem Schild, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man das dann irgendwie vor einem ist, während man das Ganze macht. Weil dadurch finde ich es richtig schwierig, noch ein Water-MLG oder sonst was zu machen. Wie hole ich jetzt am smartesten den Win, ist die Sache. Ich habe keine Heiltränke mehr. Guck mal, hier ist noch einer. Ganz sneaky hier einfach in die Mitte gegangen. In diesen heftigen Geheimgang, den ich vorher noch nie entdeckt hatte. Also letzte Folge, glaube ich, das erste Mal gesehen. Und er ist jetzt sogar der letzte, oder? Das heißt, vielleicht werde ich jetzt sterben. Warte mal. Zack, geh mal ganz kurz in... Hallo. Oh mein Gott, Goldapfel, bitte. Danke. Bam. Dann noch so ein Hit. Ah, Junge, ich glaube, der ist viel besser in 1,16 PvP. Das wird hart, Leute. Ich habe hier noch gar nicht den Dreh raus, wann man hitten kann, wann man nicht hitten kann, was die Cooldowns und sowas halt angeht. Und der scheint das ein bisschen besser zu machen. Der hat immer noch sein Schild. Eigentlich wollte ich es gerade wegmachen. Komm schon, Junge, ich brauche den Win. Ist die zweite Runde. Das ist Tradition hier langsam. Okay? Das muss die, die Tradition der Kid-Serie werden. Also bitte stirb doch einfach mal ganz kurz, okay? Ja, geh in Lava. Das gefällt mir. Ah, ich habe ihn aus Versehen mit meiner Faust geschlagen. Ganz kurz löschen. Ah, ich glaube, wir müssen mal ganz kurz hier einen Rückzug ein bisschen. Oh mein Gott. Ich glaube, durch den Hit, den er mir gegeben hat, wurde einfach mein Dingens, was ich hier machen wollte, ist da nicht durchgegangen, glaube ich. Bam! Zugriff! Oh, das war dumm. Jetzt habe ich auch kein Wasser mehr. Ist hier noch Wasser? Oh, guck mal, perfekt. Moin, alles klar bei dir? Ich bin sowas von tot. Oh, ich habe auch keinen Cowboy mehr. Ich bin safe tot, Leute. Das war's. Wir haben verloren. GG, mein Freund. GG, du hast die Tradition ruiniert. Ich hoffe, du bist stolz auf dich, Mann. Das war's mit der Tradition. Man muss leider sagen, dass das hier nicht so ganz mein Kit ist, um ehrlich zu sein. Aber hier ist es vielleicht ganz smart, weil man dann easy in die Mitte kommt ganz schnell. Ich würde auch interessieren, wie weit komme ich hiermit. Wenn ich jetzt so mache, kill ich mich dann selber? Nee. Oh, okay, das ist eigentlich ganz nice. Oh, Junge, Alter, auf einmal hinter mir. Ich habe gar kein Schild. Aber ja auch nicht, oder was? Lol, Alter. Okay, das ist richtig nice für mich, weil ich habe einfach keins gefunden, Leute. Und ja, ich habe keins und den konnte ich jetzt eben killen. Und jetzt kann ich mir ein Schild auch ganz kurz mal craften, würde ich sagen. Zack, 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 zack. Perfekt. Hä? Ey, meine Enderperle. Ah, nee, ich dachte gerade, die hat sich dupliziert, aber es war ein Bug. Ist mein Internet weg? Ich kann nicht essen. Junge, was? What? Ich sehe auch keine Gegner. Kann man irgendwo noch was sehen hier? Passiert noch was? Warte mal, nochmal von vorne. Nee, wegen meinem Schild? What? Leute, ich kann irgendwie nicht essen. Geht's jetzt? Ich hab's neu reingebracht. Okay, jetzt geht's. Alles klar. Bei mir ist die Runde heute einfach nur verbuggt. Oh, da ist gerade jemand mit dem Elytra angeflogen gekommen. Moin, moin, Kollege. Hast vielleicht Bock zu fighten? Warte, ah ja, doch, jetzt hat er gecheckt, dass ich komme. Verdammt, moin. Alles klar bei dir. Da hätte ich mehr einen Überraschungseffekt machen müssen, dann wäre es auch cool geworden. Aber so ist natürlich ein bisschen lame. Kannst du mal bitte einen Knockback bekommen? Danke. Ah, der hat eine Elytra. Oder konnte er? Lol. Er ist gestorben? Warum hat er seine Elytra nicht geused? Da haben wir auch schon den nächsten Gegner. Moin. Alles klar bei dir. Zack, zack, bam. Hä? Okay, mein Hit ging nicht durch. Aber wir können jetzt, warte mal, neues Wasser auswählen. Dann machen wir den hier. Machen, yo. Okay, das hat absolut keiner gesehen. Das war der letzte. Oh, hätte ich das gewusst, hätte ich nicht so dumm gespielt. Moin. Was, gibt's hier den TNT-Kit oder hat das einfach so geplaced? Das bringt doch nichts. Hä? Ey, bei mir ist ja alles verbuggt heute. Guckt das mal. Crafting Table, hallo? Junge, ist das euer Ernst, Mann? Ja, geil, ich kann nicht craften. Ich hätte mir ganz gerne ein Smithing Table gemacht, aber das wird anscheinend keiner und jetzt sterbe ich hier. Ey, guck mal.
ultra triggert. Das kann doch nicht sein, Mann. Kann ich den Goldapfel wenigstens snacken? Ich kann den Goldapfel nicht snacken. Was ist denn los? Das Kit bringt mir kein Glück, Leute. Ich werde nach der Runde auf jeden Fall mal mein Minecraft neu starten und hoffen, dass es dann wieder funktioniert. Ich habe auch gar keine Axt ausgewählt. Ah, ich habe gar keine. Okay, das kann schon mal ordentlich was werden hier, Leute. Habe ich wirklich? Ne, ich habe keine. Oh boy. Axt ist natürlich, ohne Axt natürlich richtig ärgerlich jetzt hier. Er hat das Ninja-Kit anscheinend auf jeden Fall, hat aber jetzt nicht so gut genutzt. Und wenn ich jetzt einfach weiter ihn hier hitte, fliegt er hoffentlich runter oder ich krieg den Kill. Danke für die Axt, da ist sie. Oh, yo, Alter, er kommt einfach mit seiner Enderperle aus dem Nichts. Warte mal, da habe ich nicht so Bock drauf. Ciao. Ich würde noch ganz gerne regenerieren vom Fight gerade, mein Freund. Er hat noch eine Enderperle. Aber das ist nicht schlimm, weil... Nee, mein Wasser ist zwischen den Treppen gelandet. Junge. Ah. Nein, Alter. Oh mein Gott. Überall hätte ich Wasser placen können, aber genau da nicht und da landet das. Moin, Kollege in der Schutzzeit. Alles klar bei dir? Da brennst du schon mal ganz kurz. Und ich würde sagen, dich kill ich mal eben schnell. Ich habe gerade extra... Ich habe kein Schild. Junge, ich habe kein Schild. Oh oh. Aber er jetzt auch nicht mehr. Ich habe gerade extra mein Minecraft neu gestartet. Ich weiß nicht, ob die Bugs jetzt behoben sind, die ich hatte. Es wirkt immer noch nicht so. Guck mal, ich habe den Slot hier frei. Ich gehe hier drauf, nichts passiert. Ich klicke drauf, aber auf einmal doch da was. Da, Junge, oh mein Gott. Okay, das kann was werden. Kann ich wenigstens mein Crafting Table placen? Ja, hä? Geht das nicht so? Leute, Smithing Table, bin ich dumm? Warte mal. Alles klar, vielleicht jetzt. Ich habe ihn neu aufgemacht oder... Okay, danke. Ey, das ist doch nicht... Ey, oh, jetzt kann ich den nicht placen, komm. Okay, perfekt. Alter, ich krieg hier einen Breakdown, Leute. Mental Breakdown, weil nichts funktioniert. So, davon haben wir auch schon den letzten Gegner. Ich habe leider absolut keine Dia-Chestplate. Oh, nice Switch, aber ich kann auch das hier machen. Das mit dem Schild dabei nervt mich leider immer noch sehr. Aber das war's schon mal mit deinem Schild. Zack, zack. Noch ein Pfeil daneben geschossen. Wir machen mal ganz kurz so, laden den neu. Snacken dann nochmal den Gold auf, weil ich brauche jetzt den Win. Bei mir buggt es heute die ganze Zeit rum. Ich habe Minecraft neu gestartet, ich kann nichts mehr machen. Ich brauche jetzt einfach den Sieg, damit ich mit dem Kit hier durch bin. Weil das ist, wie gesagt, absolut nicht mein Kit. Ja, Tipps gerne in die Kommentare damit. Bei allen anderen Kits fand ich bis jetzt richtig easy zu gewinnen, weil ich ungefähr wusste, wie die funktionieren oder wie ich die gut einsetzen kann. Aber hier habe ich jetzt wirklich gar keine Ahnung. Von daher schreibt es gerne unten rein. Wir haben trotzdem einen Win geholt. GG. Trotz Bugs, trotz kompletter Noob mit dem Trident. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like da. Auch gerne ein kostenloses Abo und die Glocke aktivieren, um nichts dazu verpassen. Und falls ihr weitere coole Videos sehen wollt, dann schaut doch auch gerne mal hier vorbei, Freunde. Wow, was für ein cooles Video. Denn da findet ihr den letzten Teil der Skywars 116 Kit-Serie. Das heißt, da habe ich mit dem Switcher-Kit gespielt, falls euch das interessiert. Klickt gerne drauf. Ich bin jetzt erstmal weg. Ciao. Schaut beim 12-Stunden-Stream vorbei.